In diesen Tagen findet neben all dem Depri-Kram, der durch die Nachrichtenkanäle gedrückt wird, auch Optimistisches statt. In den USA startet heute ein Raumfahrzeug ins All mit dem Ziel der ersten kommerziellen Mondlandung. Vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral soll die unbemannte Rakete abheben. An Bord hat das Mondlandemodul der Firma Astrobotic Messgeräte, mit denen die Atmosphäre des Mondes untersucht werden soll. Juhu! Oh, die Menschheit fliegt mal wieder auf den Mond. Das ist super. Nur, da waren wir doch schon. Warum will man denn auf den Mond? Weil der Mond eine kreisende Ressource ist. Auf dem Mond, da gibt es Gold und Mangan, Aluminium. Im Boden steckt Helium-3. Das könnte eine Energiequelle der Zukunft sein. Wenn also die Rohstoffe auf der Erde knapp werden, dann könnte man Rohstoffe auf dem Mond abbauen. Und das bedeutet, wir können so weitermachen wie immer. Juhu! Ach, der Mond, wie super. Ja, die Amerikaner waren schon da, Sowjets, die Chinesen, die Inder waren schon da, DHL. DHL? Ganz ernsthaft bietet die Deutsche Post auf ihrer Twitter-Seite an, Pakete in einer sogenannten Moonbox auf den Mond zu schicken. So eine kleine Moonbox kostet knapp $30.000. Also die habe ich mir jetzt ausgeschnitten, weil das kann man sich ausdrucken und dann aus Papier so eine Moonbox basteln. Das muss man ausschneiden, was ganz schön diffizil ist für so Basteldeppen wie mich, aber das kriegt man schon hin. Und dann kann man sich überlegen, was zum Henker soll da rein? Insgesamt 151 Moonboxen haben die Reise zum Mond angetreten. Gefüllt mit besonderen Gegenständen von Menschen aus aller Welt. Darunter befinden sich ein Brief des ersten privaten Astronauten Richard Garriott, von Kindern geschriebene Geschichten und sogar ein Stein des sagenumwobenen Mount Everest. Ein Stein vom Mount Everest kommt auf den Mond. Ich meine, was gibt's auf dem Mond ohne Ende? Steine. Warum sollen da noch mehr Steine hin? Was soll das? Naja, es ist eben ein Luxus für Leute, die jeden erdenklichen Luxus schon haben. Also, was ist das Erste, was uns im 20. Jahrhundert zum Mond einfiel? Das war Wettpinkeln der Supermächte. Und im 21. Jahrhundert, da ist ein Spekulationsobjekt und eine Auffangstation für Weihnachtsgeschenke für Leute, die wirklich alles schon haben. Ich möchte gerne mein Gehirn mit DHL auf den Mond schicken, aber ich glaube, der Teil, der die Idee echt beschränkt findet, schon der passt da nicht rein. Aber eins wenigstens. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt DHL Group die Netto-Null-Emissionen-Logistik an. Das wird bei sinnlosem Zeug, das man auf den Mond schießt, ein bisschen schwierig. Raketenstarts sind zwar immer noch sehr selten, haben aber vermutlich den 500-fachen Effekt von Flugzeugemissionen auf das Klima. Und sie zerstören die Ozonschicht. Aber man soll nicht gegen die Zukunft sein. Am Ende findet sie ja doch statt. Wollen Sie noch mehr quer? Ja, das ist nicht schwer. Da ist ein Video noch. Oder da, das andere. Oder Sie schauen die ganze Sendung. Das geht auch.